Topfgucker TV empfiehlt. Herzlich willkommen im Haus der Sinne, im schönen Denkmalort Oberkunnersdorf mit den vielen schönen Umgebindehäusern. Wir kochen heute zusammen. Ich habe mir ein Rezept überlegt. Hähnchenkeulen mit Tomaten und Schalotten und Champignons. Und das abgerundet mit dem marokkanischen Kräutergarten, der Gewürzmischung von Ingo Holland. Ich beginne mit den vorgewaschenen Hähnchenkeulen, die man kalt abbraust. Und die werde ich jetzt abtupfen und lege die schon mal in die vorbereitete Pfanne. Kann die so wunderschön reintun. Das Rezept ist erstmal für 4 Personen. Man kann es aber auch wunderbar erweitern. Als nächstes nehme ich mir die Salzmühle mit Bergkernsalz von Ingo Holland. Da in unserer Gewürzmischung kein Salz enthalten ist, sondern nur Pfeffer, salze ich die Keulen etwas vor, weil das Salz nachher nicht mehr so gut ins Fleisch geht. Dann nehme ich mir meine Schalotten. Schäle die. Und gebe sie in ein Gefäß. Schneide sie einmal durch und viertel sie. Circa 300 Gramm Schalotten. Je nachdem, wie man die gerne mag. Gibt dem Gericht noch tolles Aroma. Als nächstes nehme ich mir meine schönen Tomaten und wiege davon ca. 600 Gramm ab. Kann euch ruhig was mehr sein. Tomaten sind lecker. Ich mache die noch rein. So, die wasche ich. Befreie sie von der Blüte und da ich leider keine kleinen Kirschtomaten bekommen habe, mache ich hier Viertel. Ich gebe sie mit in die Schalotten. Und nun kommen noch die Champignons dazu. Ich befreie sie so ein bisschen vom Schmutz und mache so Viertel mit dazu. Also ich habe hier Champignons verwendet, weil die gerade auch ganz gut zu beschaffen waren. Man kann natürlich auch andere Pilze, je nachdem, was man gern isst. Zuerst wärme ich meinen Ofen an auf 190 Grad. Jetzt nehme ich mir meinen marokkanischen Kräutergarten, die Gewürzmischung. Ich habe mir schon was vorbereitet. 2 Esslöffel davon und ca. 6 bis 8 Esslöffel Olivenöl. Ich nehme da einfach so ein Glas dazu oder verrühre das bisschen mit der Mischung auf meine Keulen. Und den Rest gebe ich über mein vorbereitetes Gemüse. So, das gebe ich jetzt über meine vorbereiteten Hähnchenschenkelkeulen. Schön verteilen. Sie sehen schon, hier werden doch einige Personen satt werden. So, das letzte Öl noch drüber. Und jetzt in den vorgeheizten Backofen geben. Circa 40 Minuten. Zeit ist um.
Das duftet. So. Schalotten. Natürlich auch etwas von dem köstlichen Sud. Dazu habe ich frisches Baguette vorbereitet. Das ist unser Gericht. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Nachkochen. Wenn Sie mehr über die Rezepte bzw. Gewürze erfahren möchten, kontaktieren Sie uns hier im Haus der Sinne in Oberkunersdorf. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.